Und ich sage einen schönen guten Abend. Der Werner ist auch schon mit dabei aus der Schweiz. Hallo, grüezi. Guten Abend aus der Schweiz. Ja, Werner, was haben wir denn heute Abend vor? Wir sind natürlich sonst wie immer im Europapark. Eigentlich um diese Zeit, sage ich mal so, ab Mai geht es ja immer los mit immer wieder sonntags, gell? So ist es, genau. Und dann sehen wir uns und viele, viele andere Künstler und plaudern mit denen und bereiten Interviews vor. Auch heute, aber heute wieder in einer anderen Form. Heute wieder in einer anderen Form und wie du weißt ja, das ist ja natürlich schon seit Jahren Tradition, gibt es ja den Sommerhitkönig. Und dieses Jahr wird er ja, sozusagen von einer Sommerhitkönigin gerade angeführt, schon zweimal gewonnen. Und die Sommerhitkönigin, die dürfen wir jetzt begrüßen. Da schalten wir, glaube ich, jetzt mal nach Rust ins Hotel und sagen mal Hallo und herzlich willkommen. Laura Hässler, grüße dich. Hallöchen, liebe Grüße aus Rust. Ja, heute gerade noch die Proben, den Durchlauf beendet. Das ist immer, glaube ich, eine ganz spannende Sache auch, ne? Wenn man alle Künstler nochmal da hat auf einer Sache und schon mal so den Durchlauf sieht, wie es werden wird. Ne? Ja, du jetzt schon zum dritten Mal jetzt in der Sendung. Morgen geht es wieder um die Wurst. Kräftig wieder anrufen. Deswegen treffen wir uns natürlich heute Abend auch hier. Und ja, wie war es denn, der Tag heute? Ja, der Tag war auf jeden Fall wie immer sehr, sehr aufregend, sehr lang, sehr warm. Wir haben ja immer das Glück, irgendwie, sei es bei den Proben oder auch bei der Live-Sendung, immer sehr, sehr gutes Wetter jetzt zu haben. Also von daher war ein langer Tag, war ein schöner Tag auf jeden Fall. Ja. Wir haben ja gesagt, jetzt wie gesagt, heute nochmal ein bisschen hier Promotion machen für unsere Zuschauer, die jetzt nachher alle dabei sind, damit sie auch morgen kräftig zum Telefon greifen und für die Laura abstimmen. Neonlicht, so heißt dein Titel, und Neonlicht, das führt dich bzw. über deine CD geht es wieder da zurück in die 80er. Wie kam es da dazu mit dem Titel? Back to the 80s. Also ich finde, ich meine, klar, ich habe die Frage schon ganz oft bekommen. Ja. Ich bin ja eigentlich ursprünglich ein Kind der 90er. Aber ich sage immer, auch wenn man nicht in den 80ern geboren wurde, ich glaube, es gibt keinen Grund, die 80er nicht zu mögen. Ich mag sie sehr, sie sind bunt, sie sind schrill, sie sind ein bisschen anders und ich mag sie einfach. Und mein Produzententeam und ich, wir saßen zusammen und ja, auch mein Produzent hatte unglaublich viel Lust, einen Song über die 80er zu machen, zu produzieren. Mhm. Und dann alles klar, das machen wir. Okay. Und so zieht sich dann das alles ein bisschen durch deine Musikgeschichte durch, oder? Die 80er? Ja, komm, da gibt es auch ein Album, was dann so in die Richtung dann irgendwann mal gehen wird. Oder wie schaut es aus? Ja, ich sag mal so, das wäre sehr wünschenswert. Mhm. Okay, sehr gut. Denn wenn wir jetzt auch richtig gelesen haben, du warst ja auch beim DSDS mit dabei. Letztes Jahr, glaube ich, 2018, 2019 die Saison, oder? Ja, genau, das war 2019, genau im Januar wurde das ausgestrahlt, ja. Leider hat es da nicht ganz weit nach vorne gereicht. Was war das für eine Erfahrung für dich grundsätzlich? Es war ja für mich, also Deutschland sucht den Superstar, war für mich die erste Erfahrung vor der Kamera. Mhm. Vor einer prominenten Jury zu stehen, sein Gesangstalent vom Fach quasi zu präsentieren. Eine absolute Extremsituation, die mich um ganz, ganz viele Erfahrungen reicher gemacht hat und ja, mich definitiv beschenkt hat. Okay, klar, das macht natürlich schon immer wieder ein bisschen, ja, gibt einem schon Erfahrung, wie du gerade schon gesagt hast, natürlich. Und jetzt Wettbewerb jetzt hier bei Immer wieder Sonntags ist natürlich ein ganz anderes Publikum irgendwo auch, ne? Die wo zuschauen, letztes Mal abgeräumt mit 70%, das ist ja schon eine enorme Leistung, ne? Hast du so einen großen Fanclub hinter dir oder woran mag es wohl liegen? Also ich gehe davon aus, dass ich viele Menschen scheinbar in irgendeiner Form, die mir noch nicht so ganz begreiflich ist, zu haben, ne? Also weil
70%, das war mehr als Balsam für die Seele. Das hat mir gezeigt, dass da ganz, ganz viele Menschen hinter mir stehen, womit ich halt einfach auch so nicht gerechnet hätte. Ne? Ganz klar. Nee, dann drücken wir die Daumen, dass das natürlich morgen dir wieder gelingen mag, dass du da den Sieg wieder für dich heimfährst. Und die Nummer ist ja wirklich sehr gut. Ja, die macht wirklich Laune und steckt auch an. Das passt auf alle Fälle alles gut zusammen. Genau. Ja, jetzt gebe ich mal ganz kurz den Ball in die Schweiz. Ich komme nachher gleich wieder drauf zu und schaue mal ein bisschen, was so an Zuschauerfragen eintrifft. Denn die Zuschauer können natürlich heute Abend auch noch ein bisschen Fragen stellen. Werner, du bist dran. Zuerst muss ich, glaube ich, mal noch zum Geburtstag gratulieren. Du warst erst vor 2, 3 Tagen hattest du Geburtstag, Laura. Oh, Ja. schließe ich mich auch noch an. Entschuldigung. Vielen, vielen Dank. Du hast recht früh angefangen. Mit 14 Jahren warst du bereits musikalisch unterwegs, vor allem in der Schulband. Ist das richtig so? Ja, das war mein Start von meiner musikalischen Reise quasi, ja. Das war die Schulband. Was hast du denn da? Hast du in erster Linie gesungen oder spielst du auch Instrumente? Also damals, als ich angefangen habe, in der Schulband zu spielen, war es wirklich nur der Gesang. Seit 2016 bist du Sängerin der Showband Ace of Hearts. Das tönt so ein bisschen wie Ace of Base. Was macht ihr da für Musik? Wir spielen eine ganz, ganz große Bandbreite von 70ern, 80ern, neue deutsche Welle, Rock, Pop, Deutsch, Funk, Soul. Also wir decken einen ganz, ganz großen Bereich ab. Und was uns, glaube ich, besonders macht oder was ein bisschen abhebt von anderen, ist, dass wir wirklich Programm auf die Beine stellen, ein großes Team haben von mindestens mal 15 Leuten, die da wirklich auch immer eine ganz, ganz große Show mit auf die Bühne stellen. Mit ganz, ganz viel Umziehen. Zu jedem Song gibt es ein neues Kostüm und mit Pyrotechniken und. Also wir sind da sehr kreativ unterwegs. Du bist aber auch quasi solistisch unterwegs als Hochzeitssängerin. Ja, mich kann man auch für den schönsten Tag im Leben buchen, ja. Was hast du denn da so für Songs im Programm? Also ich habe in diese Hochzeitsgeschichte, muss ich vorweg sagen, bin ich eher so zufällig reingerutscht, nachdem irgendwie immer mehr Anfragen von Freunden und Bekannten kamen. Und jetzt kam dieser Stein so irgendwie ins Rollen. Jetzt wird es immer ein bisschen mehr. Derzeit ist es noch so, dass mich die Hochzeitsanfragen noch nicht so ganz übermannen, weil ich das auch noch relativ gebündelt halte, damit ich auch noch ein bisschen Freizeit so für mich habe. Und für mich ist es immer wichtig, den Brautpaaren individuell ihre Wünsche erfüllen zu können. Klar geht es nicht immer. Da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. Wenn es nicht zu einem selbst passt, dann muss man sagen, okay, wir müssen da vielleicht nochmal zusammen hingucken und einen anderen Song wählen. Aber grundsätzlich haben bei mir die Hochzeitspaare die Möglichkeit, ganz individuell mit mir zusammen abzustimmen, was denn der Song ist, den das Liebespaar quasi verbindet. Bevor wir zu dem aktuellen Song kommen, hat Frank vielleicht noch zwei, drei Sachen schon als Rückmeldungen. Ja, allzu viel ist jetzt noch nicht an Fragen eingetrudelt, aber alle wünschen dir viel Glück natürlich und auch einige, die da natürlich dabei sind und sagen, sie rufen natürlich morgen selbstverständlich wieder an. Das ist doch ganz klar. Ne? Genau, und du warst ja jetzt, wie gesagt, schon von Anfang an der Saison jetzt dabei. Corona-Zeit, du hast es ja wirklich jetzt so miterlebt, wo der Park wirklich noch ganz gespenstisch war. Jetzt sind ja ein bisschen die Lockerungen gekommen. Wie hast du jetzt so die letzten 2, 3 Wochen erlebt oder wie ist dein Eindruck? Was wird sich in nächster Zeit so gesehen bei immer wieder sonntags passieren? Sind die Zuschauer bald wieder zugelassen? Ich wünsche mir sehr, ich wünsche es erstens mal den Zuschauern, dass sie wieder die Möglichkeit haben, live dabei sein zu können. Ich wünsche es dem ganzen Team und der Sendung natürlich, weil das macht es natürlich auch irgendwo ein bisschen aus. Aber ich glaube, dass es jetzt ganz, ganz kurzfristig irgendwie in der nahen Zukunft irgendwie sehr realistisch ist. Weiß ich nicht, kann ich so ganz einschätzen. Man munkelt, dass es vielleicht Ende Mai passieren könnte, kann aber auch noch in den Juli reingehen.
Da sind Spekulationen. Man kann sich einfach nur wünschen, dass sich die Situation ganz, ganz schnell wieder ändert. Ja, ganz klar. Wenn man jetzt auch dein Bewerbungsvideo gesehen hat in der ersten Sendung, da war auch deine Mutti mit dabei. Glaub, die hat doch auch schon ein bisschen so den Weg Richtung Musik geebnet, oder? Ja, meine Mama hat, also ich habe meiner Mama damals immer als kleines Kind vor der Schule, hat sie meistens morgens schon ganz in der Früh irgendwie ihre Schlagersongs gesungen und ich saß dann immer an der Tür und habe schon gelauscht und fand das schon immer ganz, ganz toll. Von daher habe ich es irgendwie in die Wiege gelegt bekommen, ja. Also dann ist so die Schlagermusik schon irgendwo das, wo dein Herz auch dafür schlägt. Ja, definitiv. Sehr gut. Ja, Werner, du noch mal in die Runde. Schlagersongs. Ich habe gelesen, du bist eigentlich schon fast bereit für weitere Songs, die dieses Jahr noch erscheinen sollen. Ja. Also, was ich da auf jeden Fall dazu sagen kann, ich freue mich sehr, sehr drauf, dass planmäßig, also geplant ist jetzt Ende Mai, kommt die neue Single raus. Am Montag drehen wir das Video jetzt. Also einen Tag jetzt nach immer wieder sonntags gibt es das Musikvideo, was gedreht wird. Und dann hoffe ich, dass dem Ganzen nichts im Wege steht und dass Ende Mai der neue Titel draußen ist, ja. Dreht ihr denn das Video gleich in Rus? Da hat es ja jetzt noch sehr viele schöne Schauplätze ohne viele Leute. Ja, das wäre eigentlich eine ganz gute Idee, aber wir haben da ein bisschen was anderes noch geplant. Also ihr dürft euch überraschen lassen. Ich glaube, ich will da noch gar nicht so viel dazu sagen. Ja, aber klar, Europapark hätte ich natürlich jetzt angeboten, gerade jetzt auch durch immer wieder sonntags, aber trifft nicht so ganz das Thema des Songs. So, jetzt Was hab ist denn das für ein Thema? Na gut, es geht in dem Song so ein bisschen darum. Jeder hat ja mit Sicherheit diese Freunde, mit denen man damals ganz, ganz viel erlebt hat. Und man hat den größten Blödsinn gemacht und ja, war einfach so spontan und alles war ein bisschen einfacher. Und heute ist es vielleicht ein bisschen ernster geworden und der Song dreht sich um die alten Erinnerungen, die man quasi in der Freundschaft früher erlebt hat und gelebt hat. So, und dann werde ich mal ganz kurz einschreiten. Pascal Raulin, geht Ace of Hearts nach Corona auf Tour oder hast du als Solosängerin oder du als Solosängerin? Geht ihr, ist da eine Tour irgendwas geplant nach Corona grundsätzlich? Also Ace of Hearts hat grundsätzlich generell über das ganze Jahr verteilt immer seinen Tourplan quasi. Den findet man auch auf unserer Website. Die Termine dieses Jahr natürlich, die sind gecancelt. Wie es nächstes Jahr aussieht, müssen wir einfach gucken. Und ich glaube, da müssen wir einfach ja, situationsabhängig einfach schauen, ab wann das wie, in welcher Form wieder nächstes Jahr möglich ist. Ja, klar, da waren einige Sachen natürlich erstmal ein bisschen nach hinten verschoben, so wie es überall bei den Künstlern ja leider ist oder generell bei den Kulturschaffenden sozusagen, ne? Ja, Fragen dürfen gerne noch bei uns eintreffen. Zuschauer haben wir viele, klar, da sind einige dabei. Und natürlich morgen, ich sage es nochmal, alle zum Telefon greifen und die Stimme der Laura geben, damit sie doch nochmal eine Runde weiterkommt und wir vielleicht dann doch noch die Gelegenheit haben, sie mal persönlich zu treffen im Europapark. Das wäre Das natürlich wäre sehr gut. nicht Ne? ganz cool, ja. Werner, hast du noch was auf Lager als nächstes? Ja, die Corona-Zeit hat uns natürlich alle geprägt und wir zwei haben ja noch mehr als nur die Musik gemeinsam. Ich unterrichte seit einer Woche wieder. Die Schüler kommen und dürfen wieder in die Schule kommen. Und du bist Erzieherin. Wie ist das dann bei dir aktuell? Genau, ich bin Erzieherin im Kindergarten, im Familienzentrum, befinde mich aber derzeit im Homeoffice. Das heißt, ich bin einer der Kollegen, die von zu Hause aus ihre Arbeit erledigen. Alles, was administratorisch ist, darf ich zu Hause erledigen. Eine Notbetreuung findet statt, wird auch von einigen Kolleginnen von uns gewährleistet. Aber von der Regierung her sieht es ja hier in Hessen ganz gut aus, sodass die Kita Kinderanzahl jetzt auch erweitert werden wird und mein Homeoffice sich jetzt mit Sicherheit auch dem Ende neigt.
So, jetzt habe ich nochmal eine Zuschauerfrage oder beziehungsweise vielmehr zwei, die gehen in die gleiche Richtung. Einmal der Marco Volksheimer und nochmal von Pascal, ob es eventuell auch mal ein Duett geben würde mit jemandem und wenn ja, mit wem eventuell? Ja, es wird definitiv ein Duett geben. Das ist auch schon geplant. Der Song ist auch schon irgendwo vorhanden. Und Okay. jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir bald irgendwie ins Studio gehen können. Aber auch da darf ich leider, ich würde es so gern, aber ich darf einfach noch nicht Kein Problem. Wir bleiben mit Laura in Verbindung und sobald sich da was tut, erfahrt ihr es hier bei Promigeflüster und natürlich auch bei Radio Melodie mit Sicherheit als Genau. erstes, denke ich doch mal, oder zumindest recht zeitnah, sobald sich da was entwickelt und passiert. Ja, wie sieht denn jetzt so der Abend im Hotel aus? Ich weiß noch aus den ersten Sendungen, in der ersten Ausgabe von Immer wieder Sonntags, ihr dürft euch ja gar nicht wirklich treffen und wie man es so gewohnt war, abends an der Hotelbar ist, glaube ich, auch noch nicht drin, oder? Nee, das ist nicht drin, aber wir haben die Gelegenheit und das segnet uns ja mit ganz viel Glück, dass wir uns draußen auf dem Innenhof, quasi da, wo du jetzt gerade sitzt, da mit dem Windabstand dürfen wir da sitzen, ja, und uns da aufhalten. Okay, sehr gut. Werner, du nochmal? Aber die ganze Gastronomie wird wahrscheinlich erst heraufgefahren. Ihr müsst euch noch auswärtig bestellen. Oder wie sieht das mit dem. Genau. Hier findet quasi abends, wenn die Dreharbeiten dann fertig sind, beziehungsweise die Proben, und es gehen alle zurück ins Hotel, dann gibt es eine große Sammelbestellung und dann wird kräftig bis Pizza und Pasta hier bestellt. Ja. Okay, sehr gut. Ja, und dann morgen früh sozusagen wieder zeitig raus. Gibt es Frühstück eigentlich dann im Hotel? Ist da auch was vorbereitet? Also es gibt hier im Hotel quasi ein Frühstück to go. Ja, das Catering hier vom Hotel belegt hier quasi uns Brötchen zum Mitnehmen. Die dürfen wir uns dann quasi nehmen und auf dem Weg quasi verzehren oder eben draußen oder auf dem Hotelzimmer. Und was natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil immer wieder sonntags ist, da muss ich sagen, wir haben ein wundervolles Catering. Also vor Ort Backstage werden wir auch immer ganz gut versorgt. Das ist doch sehr schön. Ja, wie gesagt, früh raus, dann Maske, so wie man es sonst kennt, ist ja eigentlich auch niemand da, denke ich mal, so wie man das schon mitgekriegt hat. Ihr müsst auch nach wie vor noch alles euch selbst sozusagen herrichten. Genau, also von der Maske und vom Kostüm, die sind zwar da, aber dürfen uns quasi nur unterstützend zur Seite stehen, aber nicht an uns direkt arbeiten. Ja. Und dann natürlich Sendung. Wann müsst ihr Platz nehmen? Dürft ihr Publikum sozusagen spielen, ne? Ja, das ist ganz, ganz toll. Man hat quasi eine Doppelrolle, wenn man das ist. Man ist Zuschauer und Akteur quasi in einem. Genau, wir treffen uns meistens so gegen 9:30 alle auf dem Gelände. Und so um 9:45 heißt dann so, jetzt nehmt mal bitte alle Künstler ihre Plätze ein. Und dann setzt man sich schon hin und dann kommt irgendwann auch Stefan um die Ecke und dann gibt es einen netten Countdown. Und dann geht es mit ganz viel Spaß und Energie einfach jede Woche. Ja, weil sonst kennt man eigentlich wirklich das Warm-up. Der Stefan kommt mindestens eine halbe Stunde vorher raus und singt nochmal 3, 4 Lieder und macht noch den Trailer für die nächste Sendung. Also da ist einiges, ne? Ja, und was ich auch ganz, ganz toll finde, ich muss nur gerade gucken, weil ich mein Handy ans Ladekabel stecken muss. Ja. Was ich auch ganz toll finde von Stefan ist, dass er wirklich zu jedem Einzelnen vor der Sendung hingeht und auch wirklich nochmal nachfragt, ob alles okay ist und nochmal viel Glück wünscht. Und also finde ich sehr wertschätzend. Sehr gut. Werner? Ihr hattet heute Generalprobe, da hast du natürlich deinen morgigen Konkurrenten kennengelernt oder Konkurrentin. Kannst du darüber schon etwas sagen? Einschätzungen? Das darf ich auf jeden Fall jetzt ja sagen. Also mein Konkurrent ist, glaube ich, sehr, sehr ernst zu nehmen morgen. Und ja. Er ist nicht allein auf der Bühne. Er hat ein ganz, ganz tolles Akkordeon, was er mitbringt. Also es Okay. wird mit Sicherheit einfach für mich, aber ich denke auch nicht
unmöglich. Und er hat einen tollen Song mit im Gepäck, aber ich hoffe, wie gesagt, einfach für mich, dass es für mich einfach nochmal eine Runde weiterreicht, ne? Dann wird es volkstümlich morgen sozusagen. Ja, also was mein Gegner Ja, betrifft, genau. definitiv, ja. Da wird sich dann zeigen, was wieder mehr überwiegt: Schlager oder Volksmusik. Ich hoffe doch Schlager. Neonlicht, ich sag's Ja, nochmal: hoffentlich. Neonlicht. Laura Hessler, bitte kräftig anrufen. Mehr können Ja, wir wirklich den Zuschauern jetzt nicht eintrichtern, ne? Bitte einschließen ins Gebet, genau. Dann wird es schon hinhauen, richtig. Nee, also Neonlicht, wirklich eine tolle Nummer, genau. Ja, soweit, so gut. Werner, von dir noch was? was mich noch wundern nimmt, du hast ja schon viele Songs, du machst schon lange Musik. Da kommt ja meistens auch so der Gedanke, ich könnte selber mal komponieren oder texten. Wie sieht das bei dir aus? Ja, tatsächlich komponiere ich auch selbst, habe mich aber bis jetzt noch nie so ganz allein getraut, da irgendwie was ja, mit nach vorne zu gehen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber meine Inspirationen, meine Ideen fließen definitiv auch mit ein, auch gerade jetzt, was ja, die Schlagernummern jetzt hier angeht. Und alles andere passiert so im Moment noch bei mir im kleinen stillen Kämmerchen und mal gucken, wann ich soweit bin, um da vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Einfluss zu nehmen. Habe ich gerade noch eine kleine Frage bekommen. Ich glaube, das ist eher intern. Die Kathi Kurz, hast du an den Wein gedacht, Laura? Ist das was Internes? Ja, ich habe definitiv an den Wein gedacht. Ja. Jetzt kommt nochmal von Carsten Schröder eine Frage. Jetzt so langsam wachen Sie auf. Wer hat denn den Song geschrieben? Der Von, Neonlicht, ja. den hat mein Produzent, der liebe Stefan Schieber, geschrieben. Genau. Mit dem stehen wir auch in Kontakt. Genau. Ist der, begleitet er dich oder schaut er eher von zu Hause aus zu? Nein, Stefan ist quasi zu meinem Maskottchen geworden. Und Stefan ist immer quasi jetzt die letzten drei Sendungen mit dabei gewesen. Ja. Okay, dann grüßen mal schön. Unbekannterweise sozusagen, ne? Ich würde Genau. er sich freuen. Ja. Dann haben wir noch was? Nee, Zuschauer, ist jetzt gerade nichts mehr. Ich denke mal, wir werden dich jetzt weiter beobachten und dir auf alle Fälle für morgen ganz, ganz viel Glück wünschen. Das auf Vielen alle Dank. Fälle. Wir drücken die Daumen und greifen natürlich morgen früh auch mal zum Telefon. Ich weiß nicht, wie es tatsächlich ist, aber Stefan sagt ja immer, jeder Anruf zählt nur einmal. Deswegen alle kräftig anrufen. Ja, oder man kann natürlich einfach von verschiedenen Telefonen aus anrufen und dann Das ist wahrscheinlich auch zählt noch ein jede guter Tipp. Telefonnummer einmal, ja. Also vom Handy, vom Festnetz, Vom ja, über Zweitelefon, die genau. Skype-Nummer, weiß ich was. Also Laura, wenn das nichts wird. Ich sagte, Laura, wenn das nichts wird, das kann ja bloß gut gehen morgen, ne? Ja, das so muss man da rangehen, genau. Richtig. Fortsetzung folgt, sage ich. Ich sage, du kommst eine Runde weiter und dann gibt es hier eine Fortsetzung auf unseren Kanälen. Also ich sage euch eins, ich weiß nicht, was morgen mit mir passieren würde, wenn ich morgen eine Runde weiterkomme. Ich glaube, das ist der erste Moment, wo ich wirklich richtig, richtig ausflippe. Live in der Sendung. Ich sage es nochmal an unsere Zuschauer, bitte kräftig unterstützen. Wir wollen das mit ihr zusammen rocken, denn wir wollen sie live sehen. Unbedingt. Die Zeit, die Das kommt. ja. Gell? Ja, das hoffe ich auch. Und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Also so wie von euch, genauso wie von allen Zuschauern draußen. Alles klar. Super toll, super toll. Also, Schlussworte darfst du jetzt gerne nochmal an deine Fans nochmal richten, liebe Laura. Ja, Du bist dran. also ich hab mir ja was überlegt für euch quasi als Zuschauer und dass ihr auch immer so fleißig jetzt auch in der letzten Zeit, also die letzten zwei Sendungen angerufen habt. Und ich würde euch gerne morgen, das habe ich auch schon im Social Media so ein bisschen verteilt, ich würde euch gerne morgen live quasi mit in die Sendung, in meine Gedanken mitnehmen. Und ich werde morgen in der Kamera ein Zeichen machen, das wird ein großes L auf meinem Herzen sein. Und wenn ich das morgen in der Kamera mache, dann seid ihr ganz, ganz tief in meinen Gedanken und in der Sendung mit eingebunden und ja, seid einfach bei mir.
Das ist doch sehr schön. Wir wissen Bescheid, die Fans wissen Bescheid und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Dir genau. Nochmal jetzt einen schönen Abend an dieser Stelle. Genieße es noch ein bisschen. Danke. Mach noch was Schönes draus und dann morgen eine tolle Sendung. Ich gehe jetzt Pizza essen. Ess mal's mit für uns, genau. Und eine gute Zeit und toi 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 für morgen auch aus der Schweiz. Vielen, vielen Dank. Fühlt euch gedrückt. Ebenso, danke. Tschüss. Tschüss.